Pokaż okładkę. Was ist denn da los? Sieht aus, als ob sie schwärmen wollten. Ach, da und die Aufregung. Dabei ist es gar nichts Besonderes. Immer wenn das große Schlupfen vorbei ist, sind zu viele im Stock und die Hälfte muss auswandern, um sich einen neuen zu suchen. Naja, wenn schon sonst nichts los ist, ist man froh, wenn wenigstens die Bienen sperren. Jetzt hör mal zu, Maya. Ich kann nicht nur mit dir meine ganze Zeit vertrödeln. Das verstehst du hoffentlich. Ja, ich verstehe. Aber was machen die davon? Die bauen neue Waben. Und in die Waben legen sie die Eier. Warum machen die denn das? Weil die Eier in den Waben wie in einer Wiege liegen. Und in ein paar Wochen schlüpfen dann kleine Bienen, so wie du eine bist, aus den Eiern. Ich bin auch mal so ein Ei gewesen. Natürlich. Siehst du, wie sie in jede Wabe ein Ei legen? Siehst du, und dann kommt eine andere Biene und macht die Wabe mit Wachs zu. Das sind Arbeitsbienen, die nur im Stock arbeiten. Sie bauen die Waben und versorgen die Eier. Sie müssen sehr fleißig sein, denn unsere Königin legt jeden Tag viele Eier. Du kannst dir wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, dass du auch mal ein Ei warst, nicht wahr? Oh, Maya! Wo ist das Kind nun wieder hin? Über dich wundern, mein Kind. Solch merkwürdige Gedanken wie du habe ich nie gehabt. Ich finde es trotzdem besser, zwei Eier in einer Wabe. Jahrhundertelange Erfahrung hat es uns aber gelehrt, dass es so das Beste ist. Und warum ist es so das Beste? Man kann noch große Waben machen für viele Eier. Komm jetzt weiter, komm. Das riecht aber gut. Woher kommt es? Komisch, jetzt kriege ich gleich Appetit. Das glaube ich dir. Das macht der Honig, den du riechst.